Guten Morgen von Kopangan, vom Strand direkt am Hostel. Wie krank. Ja, gestern ging sehr lang. Ich habe relativ gut geschlafen. Mir geht es auch nicht schlecht, aber ich habe Angst, dass der Kater noch kommt. Aber mir geht es eigentlich ziemlich gut sogar. So gut, dass ich glaube, ich erstmal schaukel. Ja, der Plan wäre jetzt, dass ich vielleicht hier noch mein Workout mache, weil ich es gestern nicht gemacht habe. Und dann brauche ich einen Roller, einen Scooter. Und dann kann ich eigentlich direkt ins Hostel fahren von den anderen Jungs und Mädels. Ja. Glaubst du, das ist mal der grobe Plan. Und das Video von gestern muss ich noch schneiden, da ist wirklich noch gar nichts passiert, außer viele Rumgefilme. Aber jetzt ganz entspannt. Und wir haben ja ein paar Tage hier auf der Insel, ich glaube jetzt noch 5 weitere Nächte. Nochmal kurz Review zum Ausschlag. Scheint zurückzugehen, zumindest an den Stellen, stellt der Bauch fast am besten aus. Aber es juckt halt jeden, wie morgen. Morgens juckt es halt. Sonst ist okay. Könnte sein, dass wirklich die Schärfe war oder das Bett, ich weiß es nicht. Es geht jetzt auf jeden Fall zurück. Ich werde jetzt nochmal weiter das scharfe Essen vermeiden, dann sehen wir. Wack with my Grab Driver. Wir gehen jetzt was essen. Ich habe gerade noch mit den Mädels und Jungs von gestern was getrunken. Und ja. Jetzt geht's los. Wir haben uns hier wieder jetzt ein nice Lokal rausgelassen. Essen schön was. Und dann wahrscheinlich muss ich mir keinen Roller, haben wir jetzt besprochen. Wir teilen uns den einfach. Da sparen wir halt auch Geld. Und wir sind halt eh wahrscheinlich die meiste Zeit zu zweit unterwegs. Und wenn nicht, kriegt man es auch hin. Und ja. Jetzt wird erstmal ein bisschen gechillt. Ja, also so sieht so ein typischer Toilettengang im Restaurant hier aus. So, das ist das neue Whip to go, mit dem ich schon rumgefahren wurde. Aber wir teilen uns den, weil ja, einfach ein bisschen Geld sparen. Mr. Josh verliert immer die Schlüssel, der lässt sie auch schon stecken, der Schlüssel ist einfach nicht da. Hast du ihn? Der hat einfach wieder den Schlüssel im Restaurant liegen lassen. Der hat den Schlüssel schon gestern auf dem Tresen irgendwo liegen lassen und gestern hat er auch stecken lassen. Der stand einfach irgendwo rum, der hat den Schlüssel stecken lassen. Ich nehme jetzt an, welchen Schlüssel, das kann ja nicht sein. Expedition. Wir können auch Expeditionen machen, Meister. Ich bin jetzt wieder am anderen Hostel. Deutlich andere View. Und ja, warte auf meinen Schlüssel. Und dann halt mal ein bisschen frisch machen. Keine Ahnung, ein bisschen klarkommen. Friseur auf jeden Fall heute. Vielleicht nochmal Bart rasieren. Ja, und dann mal gucken, ob wir heute Abend nochmal weggehen oder ob wir uns aufsparen für den 4. Mai. Der Kollege will jetzt mal hier im Pingpong abgezogen werden. Machen wir natürlich. So. Der Kollege Schnürschuh haben wir hier mal ein paar Mal rasiert. Da kamen die alten Tischtennis-Skills aus der 3., 4. Klasse wieder raus. War ganz cool, haben wir mal 2-2 gespielt. Also war wirklich gut. Das kann ich euch noch zeigen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Anlage. Da der Pool. Da ist einfach so ein Mini-Basketballfeld. Hier ist ein Volleyballfeld und hier ist einfach ein ganzes Fußballfeld. Also ist ein kleines, aber ist eigentlich echt cool. Und hier gibt es auch immer Turniere oder so. Ich glaube, eine Tribüne, Alter. Und eine Bar, natürlich eine Bar. Also ist eigentlich ein sehr soziales Hostel, also geht auf jeden Fall immer gut was ab. Der Plan ist jetzt nochmal Wäsche wegbringen. Der Josh muss nochmal Wäsche machen. Dann braucht er ein Handtuch. Ich gehe zum Friseur. Und ja, und dann vielleicht an den Strand. Ja, aber Wetter sieht nicht so geil aus wieder. Aber es ist trotzdem übel warm, man schwitzt. Ja, zum Thema Strand.
Es ist einfach 5 Minuten her, seitdem ich das Video gedreht habe. Und so geht's ab gerade hier. So, wir kaufen jetzt hier gerade Waschmittel, um den Scheiß dann hier selbstständig zu waschen. Und dann am Ende auch selbstständig zu trocknen. Hab ich vorhin am Tischtennisspiel schlagartig Halsschmerzen bekommen. Jetzt schon wieder weg, aber ich habe auch irgendwie Kopfweh und fühlt sich irgendwie also wie grippaler Effekt an, so der Anfang davon. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, also es wäre jetzt wirklich sehr unpassend. Naja. Ja, probieren wir mal da unser Glück. So, Resultat kann ich sehen lassen. Sogar sehr gut. Ich würde fast sagen, das ist der beste Basket, den ich je hatte. Shots gegen Osti in Osthofen, aber ja. Ist gut. Sehe ich wieder schön asozial aus. So, jetzt geht's mit den Jungs zum Beach oder dann erstmal essen. Parking in Thailand is not that easy. Yeah, but hier gibt's hoffentlich heute mal ein bisschen gescheites Techno auf die Ohren. Ich habe auch gesehen, dass ein deutscher Eck da ist. Da erhoffen wir uns natürlich was Ordentliches, Schnelles, Hartes. Das wäre schon sehr schön. Beachparty hier. Jetzt zurück, haben unseren Stempel schon geholt für 100 Baht. Also wir haben ein Bier getrunken, haben einen Stempel bekommen und sparen sie jetzt halt übel den Eintritt, was sehr gut ist. Und jetzt duschen wir und uns ready und in einer Stunde geht es dann so los zum Sea Market oder 7-Eleven, Bierchen kaufen und dann irgendwann mit dem Taxi auf die Party. Ist da. Die Party läuft hinter uns und jetzt wird sowieso vorgrün. Back in the rain. Ja, das Wetter spielt nicht mit. Ist halt schon kacke, damit die Location auch kommt unter Wasser sein. Aber eigentlich, also wir hoffen, dass es das hört wahrscheinlich gleich wieder auf, so wie immer. Aber gerade ist der Vibe eher uncool. Stand der Dinge, wir versuchen gerade verzweifelt ein Taxi für wenig Geld zu bekommen. Hier haben wir alle gerade Abzockerpreise am Start. Also für uns Europäer ist immer noch sehr wenig. Und ich wäre auch einfach bereit, den Preis zu zahlen, loszufahren, aber die anderen halt nicht. Ist ja okay. Aber ja. Einfach ein Vlog der Inder auf dem Moped, Digga. Er hat einfach eine GoPro in der Hand. Yeah, guck's dir an, FM! Also, wir sind jetzt gerade ausgestiegen und der Typ da direkt als erstmal direkt Ecstasy oder Kokain angeboten. Da sind wir natürlich erstmal raus, ne? Erstmal weg hier. Aber klar, da kommt schon der nächste Dealer. Da kommt schon der nächste. Ich liebe es. Okay, wir haben es jetzt auf die Party geschafft. Also ich zumindest, die anderen sind nicht durch. Da geht's runter. Wirklich sehr steil. Es geht wirklich sehr steil vom Berg runter. Hier, Otzer wird gerade gesurft. Da ist Werner, da ist Josh und irgendwo hinten dran ist Dina.
Say hello to Vlog. Hello Vlog. Yeah. Hello German friend. Hier geht's zu richtigem Techno. Oh ja. In die Richtung geht's zu langweiligen Party, zu House Techno. War ein sehr erfolgreicher Abend. Es ist 5 Uhr. Also wurde sehr viel Party gemacht. Wasser, noch einen kleinen Snack und dann geht's auf jeden Fall ins Bett. Aber die nächsten 2 Tage werden nicht besser. Aber ich fühle mich gut jetzt gerade. Morgen wahrscheinlich nicht so, aber ich werde viel schlafen. Ich muss viel schlafen und dann wird das schon gehen. Gute Nacht.